Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde World of Galaxy Resurrection. So, ich habe jetzt ein bisschen Koppel vorbereitet. Wir brauchen ja eh nicht mehr so viel, damit dann haben wir schon Gravel fertig. Ich habe mal so ein bisschen Puffer gemacht, weil wir gleich dann noch ein bisschen sieben müssten. So, machen wir erstmal hier Gravel fertig. So, dann brauchen wir nur noch fünf weitere. Ja, das waren jetzt sechs, ich weiß. So. Dann nochmal den Gravel hier platzieren. Die Newton halt ein Gravel Beetle B, ne? Kennt ihr ja alle. Wenn nicht, auch nicht schlimm. So, Sand abgegeben. Claim Reward. Einen neuen Chance. Jo, wirft mal gleich alles weg. Einen neuen Chance Cube. Und einen harten Portable Tank. Da können wir hier eigentlich mal einmal so machen. Dann den Tank stellen wir mal hier hin. So, dann brauchen wir den Eimer, den wir übrig hatten, den wir am Anfang bekommen haben. Und machen aus dem restlichen Koppel einmal Slabs. Warum erfahrt ihr jetzt gleich? Dann einmal hier Lava hin und ja, mein Koppelgenerator. Super. Dann decken wir hier einmal ganz kurz zu. Können wir uns hier hinstellen. Und dann immer gemütlich ein bisschen Koppel farmen. So, als nächstes würde jetzt anstehen, wir bräuchten einen Crucible. Problem ist, wir brauchen dafür Bone Meal. Und das haben wir noch nicht so ganz. So, wie kommen... Oder, warte... Crucible war noch mit Bornmeal, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Crucible? Ja, Porzellankleidern brauchen wir Bornmeal für. Und Bornmeal kriegen wir ganz einfach aus einem Mobfarm, halt aus Knochen und so weiter. Oder indem wir das sieben. Ja, es gibt da einiges, was man hier rausbekommen kann. Deswegen muss ich mal schauen, je nachdem werden wir für dieses... Schau ich mal ganz kurz nach, was... Zeit war das, oder? Tari-Zeit, okay. Wie kriegt man das? Tari-Zeit, das. Ingot. Ah, okay, okay. Adamantit und Atlarus. Okay, und das... Atlarus habe ich eben schon gesehen. Kann man eigentlich beides über 7 kriegen. Hier Adamantit und hier Atlarus, perfekt. Ja, okay, dann ist das ja easy. Hat jetzt schon befürchtet, dass wir weiß Gott was brauchen. So. Ich würde ja ganz gerne schon mit dem Outlook-Digger arbeiten, aber naja. Oh, ist ein bisschen dunkel geworden. Flamme, komm, wir machen die 20 noch voll. Ein noch. So. Den Tank nehmen wir dann nochmal mit. Wir haben auch einen Rubber-TVC bekommen. Pflanzen wir mal an. Ein bisschen Rubber am Anfang ist immer nicht schlecht. Wir werden sofort zu den IC2 teilen, aber das ist kein Thema. Das macht nichts aus. Mal kurz knacken. So. Ich würde aber auch sagen, wir fangen gleich einmal an mit einer ein bisschen Lagerung. Ordentliches Lager aufbauen. So, wir brauchen Dust. Das sollte nicht das Thema sein. Ich glaube nicht, dass das ausreichen wird an Hammer. Aber sollte jetzt nicht mehr das Thema sein. Wir haben jetzt ja quasi Zugang zu unendlich Cobblestone. Ja, befürchtet. Wollen wir es mal schnell zwei Stück. So, gut, die Spitzhacke repariert sich schön. Stiggies haben wir keine mehr. Ich muss mal schauen, vielleicht kriege ich einen Streetiger überredet, hier ab und zu mal reinzuschauen.
um mir ein bisschen auszuhelfen. Das wird bestimmt nochmal nötig werden. Muss ich nachher mal anschreiben. Ihr könnt mir auch gerne mal jetzt... Ich frage manchmal hier Arschloch nach. Wie gefällt euch jetzt eigentlich hier Final Fantasy X? Also die ersten Folgen, ich habe jetzt vorgestern kam... Oh, perfekt, sofort vorne. Also vorgestern kam die erste Folge raus. Und dementsprechend ist halt noch nicht so wirklich Resonanz rübergekommen, weil ich kenne euch mittlerweile, das dauert immer so 2-3 Tage, bis ihr euch die Projekte anschaut, die Folgen nachschauen. Ist auch kein Thema, Hauptsache ich schaut es euch überhaupt an. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, okay, ich bin ab. Die Folge ist seit einer Sekunde draußen, wo sind die 10.000 Likes und so weiter? Ich bin da ganz gechillt. Hauptsache irgendwann kommt mir da auch irgendetwas. So. Bin doch momentan ein bisschen verschnuppert. Wow, wir haben schon Redstone. Weißt du, was wir eigentlich vielleicht machen können? Noch zu Fernot. Okay, wir brauchen eine... Nochmal anders. Transfer. 1, 2, 3... 12 Redstone bräuchten wir dafür. Nehme ich mir mal als Ziel heute. Dann können wir schon mal anfangen mit dem Kombo-Generator. So, wir haben jetzt genau 3 Bornwheel. Ich glaube, die erste tue ich dann erstmal hier noch rein, die das. Zetus Kreuz, nice. Wir haben auch schon, wo haben wir hier? Hier, Powdered Iron, können wir eigentlich schon eins machen. Oh, Baseballer. Der Tank kommt hier rein. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Dust. Eins. Ich glaube, da werde ich offscreen dann auch nochmal irgendwie, wenn wir die Transfer noch heute noch hinbekommen. Warte mal. Staub nicht, nee, nur Glas. Das ist super. Oh, was ich auch mal machen kann. Fällt mir gerade mal so ein. Komm, machen wir mal die Slap-Variante. Und Slap-Burners. Kannst du die nicht aufkommen? Ja, okay, soweit das war nicht, aber okay. Packen wir den mal hier hin. Kann man bestimmt gebrauchen. Ich meine, Charcoal machen ist kein Thema. Oh, da war was Trees gewachsen. Mal machen. Da gehen wir mal ganz kurz hin. Sehr schön, 4 Stück. Und noch hier einen hin. Neues Weed ist gewachsen. Ja, Weed lasse ich so gerade ein bisschen wachsen. Kann man bestimmt gebrauchen. Ey, das wollte ich gar nicht. Tschüss. Gib mir mal lieber hier so ein Prost. Ich würde auch ein bisschen am überlegen, wie ich meine Energieversorgung aufbauen soll. Ich bin am überlegen. Sind die Solar Panels hier? Ja, okay, die Solar Panels. Da könnten wir eigentlich mal drauf schauen, ob die nehmen sehr nö. Das hat EMC, okay. Muss man mal schauen, wie wir es machen. So, 20 Stück, das reicht schon wieder erstmal. Ja. Werde auch auf jeden Fall dann offscreen eine Mob-Farm aufbauen. Ich glaube, das ist etwas, was nicht so wirklich hier rein muss. Ich da immer mich hochstecke, Klötzchen aufbaue, das war's. So, ups, hier noch 4. Ach komm, was soll der jetzt? So, ich würde sagen, den Crucible können wir dann über Lava feiern. Feiern natürlich. Hm. Wow, jetzt haben wir Glück beim Bauen.
Komm schon, zwei noch, das schaffst du, ich glaube an dich. Komm schon, Jürgen. Ich nenne das die Blitz Jürgen. Jürgen, ich glaube an dich. Hier und auch dann mal ganz kurz hier ein wunderschönes Hallo an alle Jürgens. Jawohl, perfekt. Zack, zack. 1, 2. Geht das hier? Jawohl. Super. Einen unfired Crucible. Haben wir den gemacht? Jawohl. Crucibles und wir brauchen einen. Herzlichen Glückwunsch. Ach komm, ich mache einfach mal ganz kurz hier so ein Holzstück rein. Währenddessen kann ich mal zu Ende sieben. Wäre jetzt Schwachsinn, das nicht zu sieben. Dum, 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 dum. Ich feier die Musik so sehr ab, das ist genial. Ja, das Anfang ist der Anfang, da muss man halt immer noch ein bisschen lieben. 7x7, was gibt das? Feiner Sand. Ja. So, einen Crucible. Und Claim Reward. So, Chance Cube. Clay, Porzellan Clay. Was haben wir hier als nächstes? Unfired Clay Bucket. Dann gib mir da nochmal drei hiervon. Zack, zack, zack. Gut. Wird das mal Clay gemacht? Tatsache. Clay Bucket. So. Zack. Was wir eigentlich machen können. Super. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, ich weiß, das kaufst mir jetzt wieder nicht ab, ne? Ja, genau du, dich meine ich. Dich kleinen Hosenscheiße da. Einen Stone Chopper machen wir jetzt nicht. Wie gesagt, ich würde ganz gerne noch jetzt ein wenig ein Lager aufbauen. So, Storage. Na, Warrior. So, Oakwood haben wir ja einiges. Boah, ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen recken und strecken und mir... Boah, so. Da können wir eigentlich ja die Vierer nehmen. Oakwood. Jo. Ja, mach mal. So. Zack. So, ein bisschen Holz auf Puffer. Oh, jetzt habe ich die zwei sogar. Nee. Moment. Sind doch die richtigen, nevermind. Ich bin wieder ein bisschen blöd heute. Auch nur ein bisschen. Jetzt geht es hier ernsthaft mit. Bitte. Danke. Gehst du mal bitte? Alter. Okay. Hier mal ganz kurz Platz. So. Oakwood. Kann hier rein. Oak Leaves. Kann hier auch rein. Saplings auch. Silkworm. Ja komm, die Super Leaves können wir dann hier auch nochmal reintun. Oh. Weißt du was? Mach mal so. Und alles, was über 8 sind, aber genug. Dann passt das. Was können wir noch rein tun? Ja, komm, die Schneebälle können eigentlich auch hier rein. Schneebälle können wir bestimmt auch irgendwann gebrauchen. Apples.
Do the weed. Okay. Tun wir mal die Seeds hier rein. Das kann hier rein, da drauf, oder? Das nicht, das stellen wir mal dahin. Schon ein Chance Club. Nein, dieser. Hier sollt ihr rein, nicht weggeworfen werden. Mensch. Leute, haltet doch schon doch mal an. Haltet doch den lieben Dosch mal an den Plan. Meine Güte. Ich bin schon ganz schön erspacken, ne? Also ich frage mich bis heute, wieso ich schon die Zuschauer habe. Ich glaube, das frage ich euch bis heute auch, warum ich Zuschauer habe. Okay. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Ordnung hier. Irgendetwas wollte ich aber noch gemacht haben. Ah ja. Book. Ein Bookcase. Hab schon gedacht, es würde gerade regnen. So, zack. Zack. Hier so. 1, 2. Top. 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 Hatte ich nicht mehr Bücher? Oh. Bevor ich jetzt hier irgendwas Gefährliches mache. So. Materials and you. Ah, irgendein Buch ist verloren gegangen. Ist schlimm. Die wichtigsten sind da. So, haben noch ein bisschen mehr Toast. Super. Wie lange ist die Folge? 17 Minuten. Komm, mach mal jeder mal ein bisschen. Wir brauchen ja noch unseren Transfer-Node und unser World Interaction Upgrade brauchen wir auch noch. Oh, da brauchen wir Wizard Iron. Ich will nicht wissen. Ich will es einfach nicht wissen, ist glaube ich auch besser so. Ich glaube, ich werde jetzt auch offscreen die Transfernote und so weiter fertig machen. So ein bisschen Puffer hier reinmachen, so ein paar Bubbles am klatschen. Und dann, ja, würde ich sagen, können wir uns demnächst auch schon mal um ein bisschen Seeds Zeug und Mob Farm und so weiter kümmern. Also Magical Crops Zeug. Also der Plan ist jetzt erstmal hier die Mobfarm aufbauen, die Mobpfanne, wie ich sie dann nennen werde. Dann werden wir daraus den Essence das hier. Moment. Essence. Müsste darunter zu finden sein. Hier haben wir sie. Die Milizius-Essence-Regen. Die kriegen wir unter anderem von Mobs. Dann können wir hier so ein Milizius-Seed machen. Und dann ganz hocharbeiten. Vielleicht erstmal mit Earth, Fire, Water anfangen. Brauchen eigentlich die Air Sense. Schneebälle, ne, das kannst du aber ganz ehrlich, ne. Gut, Air können wir uns sparen. Hier Earth können wir dann zu Dirt machen, das ist super geil. Und dann mit Water zu Clay und mit Fire zu Cobble, Sand, Gravel und Dust. Das ist super dann. Können wir darüber noch ein bisschen sieben. Was ist das hier? Crystallized Clay Assistance Block. Ja, von den, Materialien würde ich dann auf jeden Fall auf Redstone, Glowstone, Obsidian können wir auch nochmal machen. Nether bin ich mir noch nicht so sicher. Auf jeden Fall Iron, Gold und Lapis. Quarz, Diamond, Emerald, Blaze, Enderman. Creeper vielleicht auch noch. Gast müssen wir machen. Wither Essence auf jeden Fall. Kau vielleicht wegen Leder.
Ja. Kobalt-Adite brauchen wir nicht wirklich. Kupfer, Certus. Lead, Nickel, Osmium, Platin. Rubber braucht man nicht so wirklich. Silber, Zinn. Sulfur, Yellowite auf jeden Fall. Nein. Bliss könnten wir machen. Bronze brauchen wir nicht. Elektrum auch nicht. Enderium auf jeden Fall. Fluxseeds. Ingwer brauchen wir dann eigentlich auch nicht. Lumium auch nicht. Manasteel nicht. Wohl. Schauen wir mal, wie das aussieht. Können wir immer noch machen. Salpeter werden wir machen. Signalum. Stahl auf jeden Fall. Ja, der Rest ist dann eigentlich nur noch so. Joa. Und den letzten werden wir auf jeden Fall machen. Draconium. Weil wir müssen ja auch hier wieder auf Draconic Evolution gehen und so weiter. Aber naja. Dafür lassen wir sich später zu. Ich würde sagen, ich ende mit schnell das Weizen hier. Kann ich eigentlich Kobalt? Ich will doch nur Seeds haben. Ist das so schwierig? Naja. Auf jeden Fall. Ich kümmere mich dann jetzt hier noch so ein bisschen um ein bisschen Zeugs und so. Und würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns. Wow, auf 10 können auch die Silkworms kommen. Interessant. Auf jeden Fall, wir würden uns. Ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.